Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie der 93 Jovo mit der nächsten Ausgabe von Pokémon Smaragd. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen in Sekiros Obsidian und der Safari-Zone vergnügt. Nun bin ich auf dem Weg zum Pyroberg, um dort Team Aqua nachzulaufen. Denn die haben wieder was Böses vor. Und ihr wisst ja, ich bin der kleine Neuling-Trainer von etwa 10 Jahren. Und deshalb muss ich mich hier um die böse Organisation kümmern. So sind halt hier die Regeln in diesem Spiel. Ja. Und ich habe nachgeschaut, hier kann man Zwielicht finden. Ich werde mir also eins fangen und dann entscheiden, welches Pokémon ich mit in die Pokémon-Liga nehme. Welches Geist-Pokémon, ob Stitch oder halt welchen Namen ich halt dem Zwielicht gebe. Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Du bist immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Hier sind begrabene Pokémon. Hier, ja, nicht schön, nicht schön. Ja. Ich habe ihn schon. Ich will ein Gegenstück haben. Nein, ich will nicht zurück. Ich will lieber fliehen. Du bist mir bis nur, wie du mich anschaust. Hier holt mein Zigzags. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Was ist passiert? Autounfall? Haben wir Autos? Auf den Fahnen des Pyrobergs kreucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich. Es wird dir helfen. Schutzband erhalten. Ja. Lass ein Pokémon das Schutzband tragen. Das hilft, wieder Pokémon fernzuhalten. Danke. Ich könnte jetzt also innen drin rein oder ich könnte gleich außen rum, glaube ich. Ich gehe lieber außen rum, weil innen drin bin ich halt nur auf Trainer. Wäre zwar ein Training, aber ich kann auch später dann gegen Team Aqua gehen, die Rübe dann trainieren. Hier kann ich ja nicht rennen. Ich renne ja nicht über Gräber. Wäre unüblich. So, ich glaube hier kann man, was kann man fangen? Weiß, Wingull, die Geist-Pokémon, ich glaube auch Vulpix. Wenn man hier vom Teufel spricht, alter Falter, leck mich fett. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich glaube, es ist sogar eher selten, hier anzutreffen. Nein. Nee, ich glaube, jetzt kann ich schon fangen. Alter, das wäre es ja, ein Vulpix. Schönes Feuer-Pokémon. Ich habe auch einen Kote. Ach komm, Vulpix. Bist du schön. Bist ein Fox. Oh, ich habe den passenden Titel. Ich weiß schon, wie ich es nennen werde. Ich weiß es schon. Ah, ich war darauf vorbereitet. Komm schon, bleib drin. Ich habe einen wunderschönen Namen, den ich hier geben möchte. Jawoll. Jawoll, danke schön. Schöner Start. Schöner Start in die Folge. Vulpix, das Fuchs-Pokémon. What does a Fox say? So süß. Es beherrscht das Feuer und ist in der Lage, Feuerbälle wie Irrlichter fliegen zu lassen. Kurz vor der Entwicklung brennen seine 6 Schweife lichterloh. Dann bekommt es 9 Schweife. Und welcher Fuchs hat 9 Schweife? Ihr kennt ihn unter dem einen Namen. Ich weiß, wie sein richtiger Name ist. Und deshalb... das muss ich umändern, weil es ja weiblich ist. Normal wäre es Kurama. Kurami. Oh, schöner Name. Kurami. Kurama, Kurami. Dies ist doch jetzt ein schöner Name. Nehme ich es vielleicht ins Team? Wer weiß. Vielleicht. Team 48 wird Wechsel. Arsch, klar. Neue TM, die ich wahrscheinlich nie einsetzen werde, aber hey. Aber hey, ich freue mich. Wieder was Schönes gefunden. Ich finde gerne Sachen. Zum Beispiel das hier. Ein Top-Trank. Dann ist es doch was. Ist schöner. So, will ich mir hier erstmal ein Pokémon fangen, ein Zwielicht oder... Daran habe ich mich auch erinnert. Die Sachen, die immer weit abgelegen liegen, da findet man was Schönes. So, komm schon. Zwielicht. Ich beschwöre dich herauf. Noch ein Vulpix. Dies wäre jetzt ein Männchen? Nee. Ich bleib bei Kurami. Meiner liebe Kurami. Hier ein bisschen wie Origami. Finde ich da auch was? Natürlich, da finde ich auch was. Ich bin hier der Leichenfledderer. Ich grabe die... Die haben ja gar keine Pokémon vergraben, sondern hier Items, die sie nicht mehr haben wollten. Denkst du, dass ich hier nicht mehr mit der Abfallpolizei in Streit komme? Lieber hier verbuddeln. Ach komm, Zwielicht. Ich will Zwielicht. Zwielicht, ja, gib es mir. Ich gehe noch ein bisschen, ja, oder? Soll ich es lieber suchen, wenn ich die besiegt habe? Ich schaue noch ein bisschen. So, wenn das nächste Geist-Pokémon auch ein Choupé ist, dann gehe ich weiter. Nur bei Geist-Pokémon, okay? Das ist jetzt meine Regel. Danach gehe ich weiter. Also, man muss sich Regeln setzen.
Damit. Los, ich beschwöre dich mit meinem Exorzistentanz. Jawohl, das ist der falsche Rest. Du kannst wieder abhauen. Kannst du irgendwie kleine Mädchen hier irgendwie besessen, dass die hier da grüne Bohnen super aus den Ohren schießen, aber nein, danke. Nein, danke. Nicht für mich. Nicht für mich. So. Nummer 1 und Nummer 2, Nummer 3 und... Ha! Pech für dich. Wärst du eher hier gewesen, hättest du nur gegen das Vanality Magma antreten müssen. Aber jetzt musst du gegen unsere Stärke antreten. Ja. Ihr habt Unlicht-Pokémon und ihr habt Wasser-Pokémon. Da hat bei beiden Zero gute Chancen. Jetzt hast du sogar nur einen Kalibaner. Du hast Lust. Da kann dein Kalibaner so viel hüpfen, wie es will. Auch wenn es ein bisschen mutzig aussieht. Ich fege es vom Spielfeld. Wie ein Bauer, der von der Dame hier umgeschlachtet wird. Bada bim, bada bum, bada bam. Wäre es mehr gewesen, hätte ich dich auch nur einmal treffen müssen. Yay, Level 30, nur 5 und das entwickelt sich weiter. Wunderbar. Ach, ich hätte dich erst gegen Team Magma kämpfen lassen sollen. Ja, ja. Fertilisiere dich. Du weißt doch gar nichts. Misch dich besser nicht in unsere Sachen ein. Oh ja, eure irgendwie Zierwäsche will ich hier gar nicht anfassen. Eure Machenschaften hier immer wieder gerne. Nein, die Idioten von Team Magma waren vor uns hier. Wir müssen sie einholen. Stimmt, die haben ja beide jeweils eine Kugel, mit der sie eins der legendären urzeitlichen Pokémon erwecken können. So ein Zubat. Na gut. Gut, da ist vielleicht Zero nicht so wirklich, aber hey. Ein paar Ruckzuckhebe wird das Kind schon schaukeln. Naja, mit deinen Flügeln, wie stark kannst du damit schon schlagen? Das ist eher zum Aufwachen gedacht, so. Und zum Glück bin ich rechtzeitig aufgewacht, zu meinem Sieg. Ich dachte, du würdest zu Team Magma gehören. Und wärst denn doch mal zurückgekommen. Ja, hast schon dran gedacht. Die haben auch ihre eigene Uniform. Sehe ich aus wie ein Team Magma-Mitglied? Kauf dir eine Brille. Ja, du bist ganz schön stark. Aber wir sind viele. Hey, Qualität über Quantität. Auch wenn ihr zu zweit seid, ich mache euch fertig. Hey, ich kenne dich doch vom Schlutberg. Du gehörst keinem Team an. Warum bist du hier? Ach, ich weiß, du wolltest Mitglied bei Team Magma werden, aber die wollten dich nicht. Denk nur nicht, dass du Mitglied bei Team Aqua werden kannst. Will ich auch gar nicht, weil wenn es hier so eine Kleiderordnung gibt, nein, danke, ich tue mich lieber mit meiner eigenen Kleidung ausdrücken. Auch wenn Piraten cool sind. Wenn, dann möchte ich lieber Ninja sein und so eine Organisation gibt's noch nicht. Leider. Da würde ich mich hier anschließen. Ob's böse ist, ob er gut, müsste ich nochmal überdenken. Aber hey. Ich hatte schon darüber nachgedacht, vielleicht zur Schuluniform, aber ich denke, es ist doch wichtiger, dass die Schülerinnen und Schüler sich ihre Sachen selbst aussuchen können. Hat schon so einen Kodex, wie zum Beispiel, soll nichts zu kurz sein, es muss passend für die Witterung sein, dass man es nicht hat, ja, die erkennen sich, jetzt werden krank und dann, ja, die Lehrer hätten ja was sagen können. Was weiß ich. Einfach so angemessen angezogen, aber halt schon nach ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Vorlieben, dass sie hier ihren eigenen Charakter ausdrücken können. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Okay, okay. So. Werde ich gegen Adrian werde ich nicht kämpfen, der wird hier einfach nur abhauen. Dann muss ich, glaube ich, zunächst... Wann war das mit Groudon? Mit der Team Magma Basis. Ich glaube, das war erst, wenn ich im Unterwasserkram bei Team Aqua war, als wenn sie Kyokre wiederbelebt haben. Glaube ich zumindest. Oder war das mit Groudon zuerst? Bin ich mir jetzt unsicher. Das muss ich mich selbst überraschen lassen, was jetzt was. Wann ist. Welches Ereignis zuerst stattfinden wird. Was danach. Leichtes Hüstchen war im Anmarsch. Ich glaube, ich habe es im Zaum gekriegt. Ich sollte mir noch was trinken, damit die Stimmen besser gehört bleiben. So. Wenn du dich schon im Fremdangelegen einmischen musst, dann mach das bei Team Magma. Wenn du Team Aqua unbedingt beitreten willst, können wir darüber reden. Nein, danke. Kein Bedarf. Wir Mitglieder und unser Boss sind das perfekte Team. Ach, das spielt keine Rolle. Wir haben Zelt herausgeschlagen. Der Boss müsste mittlerweile haben, was er besorgen wollte. Hat er das?
Mark von Team Magma mag uns vielleicht einen Schritt voraus sein. Aber wir haben das, was wir wollten. Die rote Kugel von Pyroberg. Ich, Adrian, halte sie endlich in meinen Händen. Nun werden sich unsere ultimativen Träume erfüllen. Okay, Team, los geht's. Nein, das darf nicht sein. Nicht nur die blaue, sondern auch die rote Kugel wurde gestohlen. Die beiden Kugeln dürfen niemals voneinander getrennt werden. Sie gehören zusammen. Was wollen diese Männer nur mit den beiden Kugeln? Ich meine, Team Magma wäre als erstes hier gewesen und hat die blaue Kugel mitgenommen. Aber sie hatten es sehr eilig und haben dies hier zurückgelassen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es gerne haben. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Magma im Thema halten. Das beantwortet meine Frage. Nächstes, es geht zur Team Magma Basis am Grat. Nicht Graterbeck. Im Schlotberg, ja. Die blaue und die rote Kugel wurden von diesen gemeinen Männern fortgenommen. Sie dürfen niemals getrennt werden. Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passieren wird. Am Pyroberg lassen wir die Geister der Pokémon, die von uns gegangen sind, zur Ruhe. Von hier aus hat man einen Ausblick über die ganze Region von Höhen. Die körperlosen Geister der Pokémon finden hier ihre Ruhe. Es ist Fügung, dass du jetzt hier bist. Möchtest du meine Geschichte hören? Eine lange, sehr alte Geschichte der Höhenregion? Name wieder gerne. Es geschah vor langer, langer Zeit. Die Welt erbebte unter der Auseinandersetzung der Pokémon des Landes mit den Pokémon des Meeres. Die Pokémon des Landes erschufen Berge und Kontinente. Die Pokémon des Meeres erschufen hohe Wellen und tiefe Meeresbecken. Das Duell wütete ohne absehbares Ende. Die Welt wurde von erbarmungslosen Stürmen und unglaublichen Infernos heimgesucht. Die blaue und rote Kugel setzten schließlich diesem Kampf ein Ende. Licht strahlte von den beiden Kugeln und beruhigte die Kontrahenten. Die beruhigten Pokémon verbargen sich in den Tiefen des Meeres und der Erde und eines Tages verschwanden sie. Ja. Ich glaube, der Vasili, den wir später treffen, der war der vorherige Arena-Leiter in Xenoroville. Das hat dann jetzt seinen Lehrmeister übernommen. Erzählt dann einen anderen Teil, der auch noch was von dem grünen Licht erzählt, was dann Rayquaza dann sein soll, darstellen soll. Jut. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Ich könnte auch einfach fliegen. Ich kann ja fliegen. Also mein Pokémon kann fliegen. Und da ich mein Pokémon habe, kann ich auch fliegen. So, ja. Da müssen wir noch hin. Flussbrunn ist hier. Xenoroville. Muspa City. Und hier ist die Pokémon-Liga bei Brachpolis C. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier die Karte zeige. Glaube ich zumindest. Okay. Okay, gut. Warte, lass mal. Nehme ich Kurami ins Team? Weil es ist so. Mulan lasse ich jetzt nicht wirklich kämpfen. Ein Feuer-Pokémon-Team könnte mir vielleicht helfen. In welcher Situation? Keine Ahnung. Weil mit Stitch hätte ich ja auch schon dann Undicht-Pokémon. Ich glaube, dann nehme ich lieber Kurami. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich doch mal einen Feuer-Pokémon hätte, je nachdem, auf welche Trainer ich treffe. Gut. Alles klar. Kurami wird ausgetauscht. Mal sehen, was kann denn ich möchte, dass man sie im Spike so kann. Aha, gut. Alles klar. Triple. Es kann Flammenwurf. Gar nicht mal. Hä? Also, schlecht. So, Kitschel in der Nase. Ich nische gleich. Aber nur fast. Gut, und. Boop. Fuchsähnliches Pokémon gegen fuchsähnliches Pokémon. Gut. Alles klar, Fragebeere wird dir abgenommen. Das kann eine Verbrennung heilen. So, das brauchst du nicht, bis ein Feuerpunkt. Du kannst dich gar nicht verbrennen. Du bist so süß. Erleiden deine Gegner eher einen Herzinfarkt, als dass sie verbrennen. Aber cool, dass es Flammenwurf kann. Ich muss mir mal ihre Werte anschauen. Immer korrekt hier, er und sie. Alles klar, schöne Mischung. Männlich, weiblich, gar nichts. Männlich, weiblich, männlich. Jut. Feuerfänger Stärkert, wenn von Feuerattacken getroffen. Spezialangriff, okay. Mal sehen, Flammenwurf, da. Und dann, okay, das andere, Konfusstrahl. Ich sollte ihm vielleicht noch eine Attacke beibringen, die weiteren Schaden macht. Ansonsten wäre das andere wär nur Status verändern der Attacken. Was könnte ich ihm denn beibringen? Was würde zu ihm passen? Hitzekoller? Wenn Schockwelle ging, hätte es eine Konterattacke gegen Wasser-Pokémon. Nein, kann es nicht erlernen.
Schauf, dann Solarstrahl, Kraftreserve, Brille, Brotzel, so. Ich habe doch nicht so viele TMs, wie ich dachte. Hm. Hitzekoller. Der eine Stärkeattacke, die es einsetzen würde, wäre. Ha. Wäre Feuersturm. Warum nicht? Ich glaube, ich komme nicht zu einem anderen. Ich komme nicht dazu, es einem anderen Pokémon beizubringen. Warum denn nicht? So. Ehrlich würde auf jeden Fall verbrennen. Begrenzt der Hintergegner an Attacken, die der Benutzer kennt. Ja. Dann gegen Begrenzer. Gut. Jetzt ist es passiert. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. TM ist weg. Die TM ist weg. Alles klar. Moment, halt, falsch gedrückt. Ah, diese Verzögerung immer. So. Ich werde es erstmal gut trainieren, bis ich es weiterentwickle, weil ich glaube, wenn es die meisten Pokémon, die sich durch Steine weiterentwickeln, lernen danach keine anderen Attacken mehr. Okay. Gut, ich glaube, so die andere Ordnung gefällt mir erstmal. Jut, 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 jut. Alles klar, okidokidoki. Komme ich da hoch, wo ich hin will? Ich glaube nicht ohne das Kunstrad. Ja, das heißt, ich muss jetzt erstmal. Ich muss erstmal außen rum, muss zum Schlottberg hoch und muss dann wieder runter, ja, weil ich halt das Kunstrad nicht habe. Aber auch wenn ich mir jetzt das Kunstrad holen würde, das wäre ein weiterer Weg, als es hier jetzt der Fall wäre. Deshalb nehme ich lieber die Route, dann spare ich mir ein bisschen Zeit. Und kann ein bisschen hier die schöne Aussicht genießen. Boah, Stein, Stein und Fels. Das sind meine Lieblingsgesteine. So, danke schön, wie die Fahrtpuppe. Entschuldigung, sollte nicht abwertend sein. Hier haben wir so umsche, gibt's immer mal einen Lava-Keks. Dankeschön, ich knabber gern. So, schon würzig. So, ihr habt euch ja daran erinnert. Hier. Oh, der Felsen reagiert auf das Bug-Emblem. Hier war nämlich der Rübe gestanden. Badabim, badabum, da ist das Geheimversteck. Nicht mal so geheim, mein Freund. Finde ich aber cool, dass sie es so gemacht haben, dass hier jetzt das Versteck von Magma ist. Ach, ich brauche einen Pokémon mit Stärke. Ah! Mann, warum? Ich kann keine meiner Pokémon Stärke beibringen. Ich will es auch nicht extra beibringen. Ah! Mann, Mann, Mann. Ich glaube nicht, dass eines meiner Pokémon diese Attacke erlernen kann. Stärke und welches könnte es erlernen? Goliath. Oh, Mann. Goliath. Wobei. Normale Attacke. Welche Attacken möchte ich Sio beibringen? Nicht erlernen? Ja. Lass mich gerade überlegen. Also, welche Attacken möchte ich Sio lernen? Vielleicht bringe ich ihm Stärke bei. Weil. Zuki ist ja seine schwächste Attacke. Mit Stärke hätte schon eine bessere Attacke. Laubklinge möchte ich bei ihm behalten. Dann wollte ich ihm durch eine TM Steinhagel beibringen. Ansonsten Slam. Slam macht aber auch weniger und die Genauigkeit ist nicht so gut. Die anderen Attacken, vielleicht Solarstrahl. Und was noch? Obwohl, ich kann auch Agilität wegnehmen. Dann habe ich Ruckzuckhieb noch eine Zeit. Gut, dann bekommt er Zero Stärke. Zero, du bist mein starker Champion. Alles klar. Gut, dann haben wir das Problem jetzt erledigt. So, gleich bewegen. Zero, pack mal an mit deinen Muggis hier. Zeig die Muggis. So, ich sollte lieber Topschutz einsetzen. Ansonsten. Hallo, hallöse. Du wolltest dich auch, mich zu sehen. Ich sehe seinen Freundennamen aus deiner Nase. Wieder falsche Taste. So. Weil die Belter, damit die lieber schon ein bisschen mehr variiert. Mehr Attacken. Da gibt es bessere Attacken anstatt. Ja. Was will ich sagen? Anstatt Stärke, die ich ihm beibringen könnte. Okay. Bisschen Schutz. Wo muss ich lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da nicht. Okay. Ich dachte, da nach oben. Geht gar nicht nach oben. Jo. Hast mich ausgetrickst. Verdammte Kiste. Oh, Gefahr, Gefahr. Unser Pastor hat uns gesagt, wir sollen im Schlutt Begrabungen durchführen. Da haben wir gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem verschlug. Was das war? Hahaha. Das verrate ich dir, wenn du mich besiegst.
Ich weiß es schon. Aber es will mir trotzdem ein Vergnügen sein, dich ungespitzt in den Boden zu rammen. Du mit deinem kleinen Pfiffchen, da will ich dann meine neue Attacke ausprobieren. Ja, haha. In dies schöne Stärke. Oh, ja. Funktioniert gut. Konnte mir vielleicht mal den Hals retten. Ach, Treffer. Versenkt. So, raus mit der Sprache. Ich verrate es dir trotzdem nicht. Du wirst ja schon herausfinden, wenn du dorthin gehst. Schließlich darf man sich nicht jede Überraschung nehmen lassen. Du bist mir ja ein Versprechenbrecher. Wo geht's hier nochmal hin? Ach so, weiter. Ach so, das sind die Haare. Ganz ehrlich, von hier oben, von einem gewissen Winkel aus gesehen, sehen die Haare aus wie so Bartstoppeln. Jetzt sehe ich es auch, dass das Haare sind. Von einem Mädchen. Okay. Stopp! Du wartest doch nicht ernsthaft, ich dich einfach so vorbeigehen lasse. Also kampflos sicher nicht. Sind für mich freie XP. Experience Points. Tust mir damit einen Gefallen. Auch wenn dein Kaumaub vielleicht nur ein kleiner Snack für zwischendurch ist. Aber weißt du was? Darf ich mich vorstellen, Baron von Schenkenstein, Gentleman der alten Schule, mit dem sehr viel größeren Bett. Und ich heiße diese Tat, die du hier vollbringst, wirklich gut. Dass du mir damit hilfst, mein Ziel zu erreichen, das freut mich. Oh wow, ihr gebt mich geschlagen. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, dich nicht herauszufordern. So im Nachhinein vielleicht eine gute Idee, oder? Guck. Was? Wie? Wer? Nur Brillier von dem Magma dürfen hier sein. Und du hast keine Uniform von dem Magma an. Das erregt Verdacht. Kämpf mit mir. Das erregt Verdacht. Oh Mann. Ich hasse schon im Anime, dass Ash und seine Freunde so naiv dargestellt werden. Das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen, dass sie nie durch die Verkleidung von Team Rocket schauen. Nie! Aber hier die Bösewichte, mein Gott. Echt, man kann ihnen schon ein bisschen Grips geben. Das macht die Sache spannender. Und nicht lang, und nicht hier, und nicht blöd. Wenn die hier mal ein bisschen Verstand zeigen. Ja. Ich habe so viel gesehen, was Bösewichte falsch gemacht haben. Wieso hast du blaue Haare, wenn dein Sprite braune Haare hat? Mein stolzer Mitglied von Team Magma. Ich habe so viel gelernt, ich würde einen super Bösewicht abgeben. Wenn du an Schüttelfrost leidest, solltest du Team Magma beitreten. Schönes Wortspiel. So. Was macht ihr Schönes? Wow. Ich habe mich nicht angestrengt und ich bin ihnen entkommen. Mein Gott, ich bin so gut. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich gehe gerade genau richtig. Wir sind schon bei der Magma. Das habe ich nur getan, dass ich hier Wache schieben muss. Mein linkes Ohr brennt schon wie verrückt. Neben der Lava. Das macht einen perfekten Sinn hier. Mein Gott, ein Kommentar von denen macht Sinn. Sind wir in einem Paralleluniversum gelandet. Wir haben ja alle nur ein Pokémon. Denen wird wohl nicht so viel zugetraut. Wenn die nur einen Pokémon kriegen, mit dem sie sich nicht wirklich verteidigen können, weil hätte ich jetzt einen Kadabra oder so gehabt, der hätte überhaupt keine Chance. Ich bekomme gleich einen Hitschlag. Erwarte keine Mund-zu-Mund-Behauptung. Findest du es merkwürdig, dass wir auf diesem Vulkan auch noch Hüte tragen? Kaputt? Na ja, ich trage auch eine Mütze. Wer weiß. Ich glaube, ich bin hier wirklich richtig. Oder doch nicht? Ich bin mir unsicher, ob ich hier richtig bin oder nicht. Wir haben uns zusammengeschlossen, damit seine fantastische Vision Wirklichkeit wird. Es ist mir stürzegal, ob du das Team Aqua gehörst oder einfach nur ein Kind bist, das hier vorbeikommt. Niemand mischt sich in unsere Belange ein und kommt ungeschoren davon. Ah. Na, dann gib mir doch eine Vollklatze und nenn mich Karl. Wenn dir das Freude macht, dann bitte. Aber denke nie, dass ich das hier ohne einen Kampf über mich ergehen lasse. Jo, ganz langsam, geschmeidig, damit du jeden Treffer spürst. Geh hinein zu den Treffer. Genau ins Herz, genau ins Hirn, zwischen die Augen. Ah ja, alle Werte werden erhöht, manchmal durch Antikraft. Madabalab, madabalab, madabalab. Und das wollte ich nicht einsetzen, aber jetzt ist definitiv der Herd ausgemacht.
kann ich es mal verbrennen. Kann ich es überbrennen. Level 30, wunderbar. Und kann der neue Attacke irgendwie nicht klar. Oh nein, dich habe ich ganz falsch eingeschätzt. Das passiert mir oft, Schwester. Hör zu, Team Aqua hat recht. Hör nicht auf Team Aqua. Glaub ihre Lügen nicht. Achso, hier war ein Item, gut. Aber ich glaube, ich muss wirklich immer tiefer in den Berg rein, also in den Vulkan. Na gut, ist ja auch ein Berg, ein brennender Berg. Ich glaube, ich bin da definitiv richtig. Ich habe mich wirklich nicht angestrengt. Schutz wirkt nicht mehr. Bin definitiv hier richtig. Sieht alles danach so aus. Habe ich noch irgendwie... Super Schutz habe ich, okay. Wunderbar. Sieht für mich wirklich richtig aus. Ich hätte es einen anderen Weg gegeben. Ich würde so gerne einen Blick auf... Crowdon werfen. Aber ich darf nicht mal einen Blick auf seinen Schweif werfen. Das frustriert mich total. Oh nein, ich klatsche hier über Crowdon. Mhm. Crowdon und Kyoko, weil sie sind nach mythologischen Geschöpfen nachempfunden. Crowdon nach Behemoth, dem... Und Kyoko nach Leviathan. Deshalb würde ich wahrscheinlich den beiden auch diesen Spitznamen geben. Ja? Also ja, nach diesen Punkten nachempfunden sind. Bei Rayquaza weiß ich, denke ich, auch einen passenden Titel. Der vielleicht woanders hinpasst, aber ich glaube, das ist auch mit den beiden in Verbindung zu bringen. Crowdon Kyoko. Meine erste Edition aus der Generation war ja Pokémon Rubin. Danach hat die Pokémon Saphir mir auch geholt. Wenn der Verstand durch andere Dinge abgelenkt ist, ist es unmöglich zu gewinnen. Das ist wahr. Ich frage mich, ob Crowdon überhaupt einen Schweif hat. Hat es, ja. Und ich denke, ich mag Kyoko etwas mehr, aber einfach nur von den Attacken dieser Lands. So Wasser, Eis, guter Ausgleich gegen Pflanzenpokémon. Mwahaha! Bald, sehr bald, werden wir unser großes Ziel erreichen. Ein eigenes mit McDonald's? Du bist doch nicht fertig wegen dem M. Mit dem Tisch. Du bist noch nicht fertig. An mir kommst du nicht so leicht vorbei. Ich habe einen Vorschlaghammer dabei. Wo kann ich den parken? In deinem Gesicht? Na, das Angebot nehme ich gerne an. Oh, hast du Ketchup gegessen? Nein, ist nur Blut. Whoopsie-doops, whoopsie-daisy. Butterfingers, ausgerutscht. War keine Absicht. Aus Versehen. Hi-hi-hi. Wenn das nicht einschüchtern und schaurig war, den weiß ich auch nicht. So, schaffen wir hier Doppel-KO in einer Runde? Jawohl, das schaffen wir. Zeron Skittles, die sind meine Meister. Meister des Kampfes. Grrr, ich bin so weit gekommen und nun das. War ich so leicht zu besiegen? Mit nur einem Pokémon? Ja. Komm schon, noch ein Kampf. Hol dir ein Pokémon. Mark, Sir, ein Eindringling ist auf dem Weg. Hast du ein Walkie-Talkie oder wie oder weh oder was? Alter, ich komme dem Ganzen wirklich nahe. Da haben wir die große Grube und ganz viele Wachen. Du hast es bisher geschafft. Da verrate ich dir etwas. Es stimmt, da drüben schliff Crowdon. Mark ist vor ein paar Sekunden zu ihm gegangen. Es wird bald erwachen. So eine böse Lache. Ich mach fast in die Hosen. Dein Problem, dass ich keine Hosen anhabe. Haha, Forskalle. Ey, Galle, was ist denn los? Ist jetzt wieder Pause, hast du eine Stolle mit lecker Wurst? Ja komm, ich setz mich dazu und wir reden ein bisschen über Arbeit, über Freizeit, über Frauen. Also nur über Frauen, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, Level 38, wunderbar. Ja. Super, ich stehe das nächste. Los, Graviton. Los. Soll ich Kurami mal einsetzen? Naja, hier vielleicht nicht so. Ich konnte es zumindest ausprobieren. Wenn er vielleicht ein Fifi in Land zeigt. Ja, wir kommen mit der Nase gerade eben. Ja. So. Ich liebe es einfach. Mit einer Attacke sofort. Ich liebe es immer und einfach diese Stärke. Das stärkste Fühlen in den Fingern mag. Nein. Ich bleib bei Graviton. Unlicht gegen Stahl. Nicht so gut. Ja, bedrohe mich nur. Senke meinen direkten Angriff. Ich mache einen Spezial-Donnerblitz. Kannst du dich hier satt essen?
überfressen und explodieren. Barbushi! Ach komm schon, fast ein Kamerupt. Oh. Gut, Skittles ist Feuerboden. Das heißt, ich hab einen Vorteil und es kann mich nicht mit Bodenattacken angreifen. Gut, YouTube. Aber es kann Steinhagel erlernen. Daher soll schnell besiegen. Schnell. Ach, verdammt. Falsche Attacke. Ich hätte es austauschen sollen. Ich hatte es irgendwie doch im Kopf, dass ich Surfer immer links unten hinsetze, weil es ja so eine flächendeckende Attacke ist. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe es vorher gesehen. Und du wirst mich besiegen? Doch nicht. Gut, jetzt bist du schon mal gut vorgeschwächt. Und so geht es richtig sauber was. Das heißt, dein Surfer müsste noch mal stärker sein. Dankeschön. Applaus, Applaus. Es geht jetzt, du bist meine Zuckermaus. So. Das war's mit dem Kalle-Wesen. Schon wieder verloren. Aber er kann auch lachen. Das ist gut. Und wenn du deine Zeit mit mir verschwendest, sollte Marco auch dann aufgeweckt haben. Nee, ich werde noch rechtzeitig hinkommen. Dies ist gut, dann werde ich hier einen Sitz in der ersten Reihe haben. Ja, so. Ich werde das mal hier ein bisschen umsortieren. Das lasse ich. Und ich glaube, das ist gut. So ist es gut. Okay. Nimm ich mir an mich. Top-Beleber. Belebt und erfrischt alle KP des Pokémons. Werde ich mir gut aufheben für die Pokémon-Liga. Gut. So. Ich sollte vorher abspeichern. Also durch ein Safe State. So, da haben wir Groudon. Wow. Wow. Siehst du, was ich sehe? Was für ein Tier. Was für ein Ungetüm. Sieh cool aus, sieh cool aus, los. Red mit mir. Groudon, nichts kann deinen Schlummer in der Eisenmagma stören. Du wolltest diese blaue Kugel haben, nicht wahr? Ich habe sie dir gebracht. Ihr Licht soll dich aufwecken. Und nun zeig mir deine ganze Kraft. Groudon? Was ist los? Die blaue Kugel ist doch der Schlüssel, oder etwa nicht? Groudon! Wo bist du hin? Du warst das also. Ich habe gesehen, wie du unerlaubterweise deine Nase hier und dort hineingesteckt hast. Ich verstehe es jetzt. Du hast eine ganz billige Nummer abgezogen. Also, er gibt mir die Schuld, dass Groudon abgehauen ist. Er hat ja, glaube ich, gedacht, dass er mit der blauen Kugel Groudon kontrollieren kann. Nein, es hieß nur, man kann es aufwecken. Es stand nirgendwo, nicht mal im Kleingedruckten, dass man es kontrollieren kann. Da hast du dir was eingebildet und dann die Schuld auf mich zu schieben. Na, du bist mir ja einer. Du bist mir ein erwachsener Krimineller, du. Obwohl, stimmt. Erwachsener Krimineller, dann passt es wieder mit dieser Beschuldigung. Naja. Du erhöhst den Angriff und verwirrst mich. Weißt du, da habe ich eine Idee. Tu dir ein Spiel, das wir sowas ausgleichen, indem ich eine Jura-Beere nehme. Nein, das ist die nicht. Das ist nicht die richtige. Sondern eine. Habe ich keine Beere, die Verwirrung heilt? Nö, dann nehme ich halt. Dann nehme ich ihn. Nein, Puder. Das sollte auch helfen. Brrp. So, der nächste Angriff für dich. Uhuhuhu, Supertrank. Aber hey, weißt du was? Ich habe den Angriffsbonus. Und ich habe Wundersaat, ich habe Laubklinge, badabim, badabum, badabam, du wirst aufgeschlitzt wie eine Sau. Wenn du das überstehst, Respekt. Den Respekt hast du dir nicht verdient. Denn Volltreffer habe ich gelandet. Haha. So, Expert. Zum Glück habe ich mein Graviton, denn Expert ist ein Giftflug-Pokémon. Die letzte Entwicklungsstufe sind super und Giftattacken haben keinerlei Auswirkungen auf Stahl-Pokémon. Ratata, da kannst du so viel flattern, wie du willst. Ich mach dich eiskalt fertig. Ja, ist auch nicht so effektiv. Auch wenn es Volltreffer war. Du willst geputzt am lebendigen Leibe. Und damit die Flügel genau einzeln ausgezogen. Sehr effektiv. Oh ja. Mach doch einen super Danke. Mach doch, was du willst. Verarte sie. Hängen sie an der Back-to-Life-Maschine. Ich werde sie besiegen. Immer und immer wieder, wenn es sein muss. Warum bin ich jetzt wieder so dunkel?
was gerade draußen dunkel wird. Die Sonne geht weg, der gute Einfluss der lieben Sonne verschwindet. Der Chobo kommt hervor. Zielschuss. Warum nicht? Es erlernt später Blitzkanone. Eine Attacke mit wenig Genauigkeit, aber mit Zielschuss trifft die nächste Attacke auf jeden Fall. Ich verwende es wahrscheinlich so oft. Warum nicht? Das wäre eine gute Kombination für die Zukunft, wenn ich Graviton weiter einsetzen würde. Aber dennoch, normal wäre es dennoch eine gute Attacke. Gut, Golett erreicht Level 32. Nicht mal bei nur die Entwicklung wird stattfinden. Jo. Rinnitz, diesmal machen wir nicht den Fehler. Wir setzen Kleinstoff ein, um dem Ganzen hier ein Ende zu setzen. Du wirst nicht von Steinen angegriffen werden. Da passe ich auf. Ansonsten besorge ich dir einen Helm. Da werde ich hier extra investieren, damit für deine Sicherheit. Meine liebe Skittles. Aber wie du siehst, ist es nicht dünnfähig, denn du bist eine starke Frau. Ein starkes Weibchen. So. Wie kommt es, dass du so gut mit Pokémon umgehen kannst? Trainiere viel. Es muss einen Grund geben, warum Groudon geflohen ist. Das willst du mir doch sagen, oder? Du meinst, das wüsste ich nicht? Da Groudon weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr. Ich werde Groudon folgen. Hier trennen sich unsere Wege. Brrrrp. Und somit alle Mitglieder weg. Und da wird's rausgehen. Wie komme ich nochmal? Achso, da natürlich. Ich hab dieses Loch nicht gesehen. Fluchtseil brauche ich nicht. Da oben ist der Ausgang. Den will ich so gehen. Okay, gibt's hier nochmal ein Item? Nope. Und nochmal weiter hoch. Jetzt bin ich wieder hier. Das war. Achso. Es hätte nur den einen Weg gegeben. Oh, dann kann ich ja doch Fluchtseil nehmen. Sing. Gut. Hoppala, da war ich gewesen. Kurz war ich nicht zu sehen. Alles klar, ich würde sagen, jetzt würde es dann nach Seekras Ulm-City gehen, in das Versteck von Team Aqua, damit dann die Story weitergehen kann. Das aber, meine Damen und Herren, nach dieser langen Ausgabe vom Pokémon-Smaragd sehen wir erst in der Fortsetzung vom gleichnamigen Projekt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns, wie gesagt, wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Ihr 93 Trovo. I love the Nathaniel. Tschüss. And goodbye.